Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video hier in WWE Champions. Ihr Lieben, Bess Phoenix steht heute auf dem Programm. The Glamazon. Ziemlich cooler Name, wie ich finde, muss ich wirklich sagen. Und ich freue mich auch, abgesehen davon sehr, dass Bess Phoenix endlich den Einzug hier in WWE Champions hält. So, wir wollen uns die gute angucken auf ganze 5 Sterne. Bronze ist auch Premiere, muss man sagen. Erster 5-Sterne-Bronze-Superstar hier auf dem Kanal. So, wir gucken uns die gute mal ein bisschen genauer an und wir werden uns dann später auch ganze 2 verschiedene Movesets von ihr angucken, die ich als ziemlich cool erachtet habe. So, wir gehen erstmal auf ihre Trainereigenschaften. Gelbe Manöver beginnen mit zusätzlichen Manöverpunkten mit ganzen 2. Und bei dem 9000er Talentwert sind nicht nur die gelben mit 2 Manöverpunkten mehr gesegnet, sondern auch noch die blauen. Die beginnen nämlich auch noch mit einem Manöverpunkt. Kennen wir ja von Superstar wie Ken Shamrock zum Beispiel oder Tyler Breeze, die halt 2 Manöver da als MP-Trainer bedienen. Link und Ausrüstung. Sie ist ein Superstar der Ruthless Aggression Era. Passende Juwelen laden Manöver dieser Farbe um 1 zusätzlichen Manöverpunkt auf. Kennt man ja schon. Und zusätzliche Ausrüstung bringt die gute keine mit sich. So, wir gucken uns mal das erste Moveset an. Erste Moveset jetzt für diejenigen, die so auf 4 Sterne dann haben. Ich denke mal, das sollte auch schon dann so das Ziel der Leute sein, wenn man Bess Phoenix hat. Und das zweite Moveset wird dann auf 5 Sterne sein. So, wir gucken uns die ganze Sache mal an. Wir gehen mal von unten nach oben durch. Wir haben den Canadian Backbreaker. Du verursachst 37.000 Schaden und machst ein zufällig ausgewählte rote Juwelen zu Kreuzabräumern. Dann haben wir den Pendulum Backbreaker. Du verursachst 34.600 Schaden und wählst 2 Kreuzabräumer zum Zerstören aus. Und haben dann den Glam Slam. Der Finisher, du verursachst 86.000 Schaden und wählst dazu noch einen Bereich der Größe 3x6 zur Zerstörung aus. Bei diesem Moveset finde ich es okay, wenn man diesen Fisherman-Suplex hier noch vielleicht mit dazu nehmen möchte. Ich sage euch aber gleich, warum es eigentlich Quatsch ist. Dieser Fisherman-Suplex ist, du verursachst hier knapp 36.000 Schaden und machst 5 zufällig ausgewählte Juwelen zu grün. Man könnte so quasi ein Recycling anstimmen. Aber ich sage ganz ehrlich, der Glam Slam mit dem Bereich 3x6, da kannst du auch schon genug Grün auswählen und damit deine anderen Manöver auch wieder hochpushen. Und du machst darüber hinaus noch enorm viel Schaden. Ganz klare Geschichte, darf man nicht vergessen. Das Moveset wollen wir uns als erstes angucken. Wir gehen mal aufs Gefolge. Wen habe ich denn drinne? Ich habe den guten George the Enemy Steel drin, um ganz einfach meine grünen Manöverpunkte ein kleines bisschen zu pushen. Und dann Cactus Jack. Cactus Jack ist dafür da, der, sorgt nämlich dafür, dass bei Manövern die X-Abräumer erzeugen, dass das erhöht wird. Und ab einem 9000er Talent ist es auch noch dafür da, dass X-Abräumer, Kreuzabräumer, ich verwechsel immer X und Kreuzabräumer, ich werde nicht mehr. Dass bei einem 9000er Talentwert bewirkt es halt auch noch, dass Kreuzabräumer einer zusätzlich zerstört werden kann. Bei entsprechenden Manövern. Ziemlich cool. Also Cactus Jack, ein sehr guter Trainer hier für Bess Phoenix. Und so wollen wir es auch machen. So wollen wir es auch machen, ihr Lieben. Wir gehen hier mal in den Fightgürtel, hat die gute keine. Wir haben ein paar Vorteile drin, ne? Das dürfen wir jetzt wirklich nicht vergessen. Tour-Perks und was weiß ich nicht alles, was ich hier drin habe. Juwelen, 50% mehr Schaden. Manöver beginnt mit E-Manöverpunkt mehr. Das dürfen wir auch nicht vergessen, ne? Und ich sehe hier gerade, die Zahl der Zerstörten wurde erhöht um 3, genau. Und erzeugt dann wird um 2 erhöht. Stimmt, ich habe es ein bisschen vertauscht. Entschuldigung bei Cactus Jack. Und dann halt unsere Manöverpunkte. Bedenkt bitte wirklich, wir starten mit einem Manöverpunkt mehr durch die Perks. Ich habe mir als Gegner Ronda Rousey ausgesucht, weil ich tatsächlich noch nicht so schwere Matches freigespielt habe mit den Damen. Müsste ich mich wirklich mal dran setzen. Soll uns aber nicht stören. Wir wollen uns ja ganz einfach die Move-Konstellation angucken. Und so geht es ein bisschen flotter, weil wir wollen uns ja das zweite Move Set auch noch anhören. Das wollen wir uns ja auch noch anhören. So. Wir gehen mal rein. So. Ich habe hier nur gerade so ein Fenster hier offen gehabt. Das geht ja gar nicht. So. Wir sind natürlich erpicht, grün zu kriegen. Also sprich genau die Farbe, die wir hier jetzt gar nicht haben und die hier eigentlich auch überhaupt nicht auf dem Board irgendwie rumschlummert. Das ist doch mal schon wieder eine richtige klasse Sache. So. Dann müssen wir halt warten, müssen wir vielleicht mal 1-2 Turns hier noch so der Dinge hadern, die da kommen mögen. Nimm mir mal das Blau. Da war sogar ein bisschen Rot dabei. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil sie ist nämlich halt auf 5 Sterne schon ein ziemliches Biest. Alleine schon vom Juwelenschaden her. Das könnte das Gameplay natürlich komplett verfälschen. Also genau so eine Cascades will ich eigentlich nicht haben. So. Wir sind jetzt natürlich erstmal erpicht, Kreuzabräumer zu erzeugen. Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr Cactus Jack nicht so weit oben habt, Jeff Hardy ist auch ein super Trainer, dürft ihr auch nicht vergessen. So, wir haben ganze 4 Stück erzeugt.
Und guck mal, wir bräuchten eigentlich bloß Zwehe kaputt machen. Ne? Also dann würden die anderen auch schon weggehen, weil mehr mach mal nicht, da geht der Rest schon kaputt. Und hier ist natürlich enormer Schaden, alleine schon, weil Bass Phoenix natürlich auf 5 Sterne hier unterwegs ist und ich dadurch gar nicht die Möglichkeit habe, euch den Glam Slam zu zeigen. Aber lasst euch gesagt sein, 3x6 ein Feld, das ist riesig. 3x6, also 3 in der Breite, 6 nach unten. Ne? Sprich, jetzt in so einem Bereich wird man da hier einfach mal kaputt machen. Und das ist, denke ich mal, schon ziemlich, ziemlich geil. Ja, ich merke, ich muss wirklich für diese Gameplays, ich muss endlich mal ein paar Level freispielen mit schweren Dieven, weil ich will natürlich so fair sein und mir jetzt nicht einfach meinen Weg mit der guten Best Phoenix hier bahnen und in der Weg und in den dementsprechenden Royal Rumble Touren. Das muss ich dann halt wirklich mal gucken, dass ich das in nächster Zeit mal mache für zukünftiges Gameplay. Deshalb seht mir das bitte ein kleines bisschen nach. Aber ich denke mal, ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte. So, wir gehen mal wieder rein. Anderes Moveset. Ne, ich wollte sie nicht ersetzen, ich wollte sie managen. So, anderes Moveset. Wie gesagt, jetzt ganz wichtig, 5 Sterne sind wir jetzt hier unterwegs. 5 Sterne. Wir wollen ein bisschen mit Countdown-artigen Juwelen spielen. So, ich wähle mal ganz kurz die Moves aus. So, bam, bam, bam. So. Und los. So, wir gehen mal von unten nach oben durch hier. Wir haben hier den Slingshot Suplex. Du verursachst 50.000 Schaden und wählst ein Juwel aus, um daraus einen Countdown-artigen Juwelen zu machen. Und bei Count, warte mal, in 2... Mann, ist das immer so clean geschrieben! Verursache 50.000 Schaden und wähl ein Juwelen aus, um sie in Juwel, Countdown-artigen Juwelen zu verwandeln. So heißt es eigentlich richtig. Das ist halt hier immer so Beta-mäßig. Verursache 0 Schaden, wenn der Countdown erledigt ist und wandle 20 ausgewählte Juwelen in sprengstoffartige Juwelen. So, ihr habt's richtig gehört. Dann haben wir hier nämlich, das ist der 5-Sterne-Move. Military Breast Drop. Du verursachst 20.000 Schaden und verringerst den Timer der Countdown-artigen Juwelen um 5. Ne? Und der war hier vorher 7 gewesen. Also ist das schon enorm wichtig, dieser Move. Und dann haben wir einfach als Backup für uns den Indian Deathlock. Ist ein Unterwerfungsmanöver. Wir platzieren 5 Submission-Juwelen, verursachen 6 Runden lang Schaden. A 10.000. Sind nur 60.000 Schaden. Ne? Während sich die Submission-Juwelen auf der Liste befinden. Ist logisch. Und die verbleibenden Juwelen werden zu Verstärker-Juwelen der Stufe 2. Verstärker, sage ich schon. Multiplikator-Juwelen natürlich, der Stufe 2. Also mal 2, ihr kennt's, Leute. So, jetzt wollen wir natürlich unsere Trainer hier mal ein ganz kleines bisschen anpassen. Ich möchte gerne auf jeden Fall meine schwarzen Manöver pushen. Dafür brauchen wir natürlich den guten Bray Wyatt. Ah, ordentlich teuer wieder hier das Wechseln, das ist ja einfach mal irre. So, und jetzt könnt ihr natürlich gucken, was er dann noch machen wollt. Ich sage mal, ich finde es eigentlich ziemlich gut, wenn man sie mit 2 MP-Trainern spielt. Kann jeder halten wie ein Dachdecker. Ihr könnt natürlich auch mit Trainern jetzt hier einhergehen, die ja ganz einfach ein bisschen mehr Schaden auf die schwarzen Manöver machen, die vielleicht mit der schwarzen, mit dem Submission-Move ein bisschen was machen. Alles am Rande des Möglichen, Leute. Also feel free. Ich sage mal, wichtig ist halt wirklich nur, dass ihr die schwarzen Manöver hochpusht und dann halt möglichst schnell auch den Move, dass ihr die Countdown-artigen Juwelen in ihrer Zeit, wo sie halt dann der Countdown läuft, dass das dann ein bisschen verringert wird. Ganz, ganz wichtig, Leute. So, wir gehen rein, haben hier natürlich schwarz am Start, müssen sagen, die wären eigentlich noch nicht da. Deshalb nehme ich jetzt hier eben mal schwarz, ne, und spiele diesen E-Move mit dem Countdown-artigen Juwel sowieso nicht, ne. Das ist natürlich richtig nett, was hier die gute Wanda hier macht. So, wir setzen hier den Countdown-artigen Juwel. Ich sag mal, die Submission ist da jetzt wirklich eher so wirklich unser Backup, sage ich jetzt mal. Wir setzen den mal hier hin. Oh, böp. Und tun den Timer, ihr seht, hier ist eine 7, tun wir jetzt mal ein bisschen runterdrücken, ne? Oh. Bam. So, und sind jetzt bei 2. Wir müssen jetzt 2 Ründchen warten. Ne? Und haben dafür natürlich, wir müssen aufpassen, dass das Ding hier auf dem Board bleibt. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. Ne? Sie kommt jetzt hier mit einem Move um die Ecke und macht, und nur zufällig ausgewählte. Ey, ich hoffe wirklich, ich will die Submission nämlich nicht machen, weil ich will euch den Move zeigen. Ich hoffe, dass der Juwel einfach mal liegen bleibt. Wir müssen hoffen. Wir müssen hoffen. Das sieht doch gut aus, Leute. Bam. So, Countdown-artiger Juwel ist aktiviert. Ihr seht's, wir haben jetzt hier 20 Bömmchen.
20 Bäumchen. Jetzt machen wir hier eben mal zack und dann ist hier richtig Disco auf dem Board. Wie gesagt, der 5-Sterne-Move. Brachialer Schaden. Und dadurch, dass der ja sowieso erst ab 5 Sterne dann zur Verfügung steht. Ihr habt gesehen, das waren 300.000er Pin-Versuche oder sowas gewesen. Ne? Best Phoenix, definitiv Material, um auf 5 Sterne zu machen. Allein, um sie so zu spielen. Klar? Ihr müsst dann mal gucken mit dem Submission-Move. Selbst dreifarbig kann man sie dann spielen. Ist, denke ich mal, auch nicht so dumm. Man könnte so auch schwarz-rot-rot spielen. Mit ihrem Finisher. Auch vollkommen okay. Könnt ihr machen. Ich bin natürlich so ein kleiner Freund. Ich nehme dann gerne den Submission-Move einfach mal mit. Weil du weißt ja nie, was passiert. Du weißt ja einfach nie, was passiert. Versteh mich doch mal. Ich will aber ehrlich zu euch sein. Best Phoenix ist eine Granate. Ist eine Granate, die gute Ute. Gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, wir haben jetzt natürlich vom Gegner her jetzt hier wirklich jemanden mit Wanda, mit ihrer Wertigkeit, die ihr natürlich bei weitem komplett unterlegen ist, ne? Ihr könnt selber entscheiden, welches Moveset euch besser gefällt. Ich sage mal, um vielleicht ein bisschen auf Schnelligkeit zu gehen, ist mit Grün ganz cool. Um ein bisschen vielleicht zu taktieren, hier ab 5 Sterne dann natürlich dieses Moveset. Ich persönlich würde es so machen. Ich würde ab 5 Sterne, würde ich die gute Best Phoenix so spielen. Und ja, ihr könnt dann gerne... Ja, nimmt den Finisher mit statt der Submission. Das ist dann wirklich, darf jeder von euch selber entscheiden. Krasse Sache, ne? Also ich finde, Best Phoenix ist wirklich der Wahnsinn. Und viele haben es ja geschafft, sie sich zu erspielen. Und denke ich mal, definitiv eine Option, um mal zu denken, ab nach oben mit der guten Ute. Das läuft selbst auf 4 Sterne. Spielst du doch da doppelgrün. Das geht nach vorne. Das geht nach vorne, Leute. Gut. Soll es gewesen sein. Ich habe mich schon wieder in Rage geredet, ne, weil ich es einfach so toll finde. Soll es gewesen sein? Ich persönlich an der Stelle bedanke mich wieder vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, keep on wrestling und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao.